Nächster Redner ist Franz Hörl von der Volkspartei. Neu und frisch sind zum Thema Energie, Fernwärme, Windpark, Österreichische Energieagentur. Und ich suche mir da heraus jenen Rechnungshofbericht mit der energiewirtschaftlichen Maßnahme gegen Energiearmut. Geprüft wurde die Jahre 2013 bis 2018. Das ist das, was ich sage, dass er nicht mehr ganz taufrisch ist. Die gesetzten Maßnahmen gegen Energiearmut bei Strom und Gas im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie exemplarisch die Städte Graz, Wels und Wien, also auch deren Energieunternehmen, Wiener Netze, Wiener Energie und so weiter. Energiearmut, der Herr Kollege Zanger hat das eh schon gesagt, wird definiert mit Nichtleistbarkeit einer ausreichenden Energieversorgung mit Wärme und Strom. Und von der Energiearmut betroffen sind jene Haushalte, das ist eigentlich logisch, die über ein niedriges Einkommen verfügen, einen hohen Anteil der Energieausgaben am verfügbaren Einkommen zu bestreiten haben und deren Wohnungen über eine schlechte Energieeffizienz verfügen. Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008 ist Energiearmut vermehrt ein Thema. Und es ist gut, dass der Rechnungshof das beobachtet und natürlich auch immer wieder überprüft. Und das hat natürlich gerade in diesen Zeiten an Dramatik zugenommen. Der Rechnungshof stellt auch fest, dass im Jahr 2015, also vor 7 Jahren, 14,5% der Haushalte armutsgefährdet waren. Und von diesen armutsgefährdeten Haushalten sind es aber nur 3,1%, jeder natürlich zu viel, die von Energiearmut betroffen sind. Die Gründe ordnet der Rechnungshof in geringe Energieeffizienz der Wohngebäude, also schlechte Bausubstanz, Dämmung, Isolierung oder der veralteten Ausstattung wie bei den Heizungen, beim Boiler und so weiter. Und fordert eine umfassende Strategie zur Verbesserung der Energieeffizienz von Wohnungen einkommensschwacher Haushalte. Der Rechnungshof fordert also eine Verbesserung der Wohnsituation für weit mehr als von Energiearmut Betroffenen. Dies ist weit über den sozialen Aspekt, natürlich auch im Sinne des Klimawandels, richtig und gut. Jeder Fall von Energiearmut ist einer zu viel. Österreich liegt aber mit 2% im EU-Vergleich, und das soll auch gesagt werden, relativ gut. Die Bevölkerung in den Ländern wie Bulgarien mit 37%, Litauen, Griechenland, Zypern und Portugal zwischen 20 und 29% haben hier wesentlich größere Probleme. Die Empfehlungen des Rechnungshofes gehen natürlich in Richtung Verbesserung, Frau Präsidentin. Ob die geforderte Gesamtstrategie, Frau Becher, die Sie hier so kritisieren, dass die fehlt, ob ein zusätzliches Papier oder die Festlegung der Messparameter oder Evaluierung der Betroffenen in der Praxis, ob das in der Praxis im täglichen Bereich der Haushalte hilft, bleibt zu hinterfragen. Die von dieser Regierung vorgeschlagen, da gebe ich den Herrn Kollegen Hammer schon sehr recht, und auch hier beschlossenen Maßnahmen und Hilfen tun dies sicher. Die helfen direkt den Haushalten. Stromkostenbremse, Klimabonus, der Familienbonus, Abschaffung der kalten Progression, gerade eben die Aufstockung des Wohnschirms auf Energiekosten, den der Herr Sozialminister auch jetzt auch mit Caritas, Diakonie und so weiter gemacht hat. All diese Entlastungen helfen bei der Abfederung der gestiegenen Energiekosten. Und ich glaube, dass wir hier sehr viel zustande gebracht haben. Auch die Länder bemühen sich nach Kräften, ihren betroffenen Bürgern mit Heizkostenzuschüssen eben auch eine warme Stube zu ermöglichen. Der Rechnungshofbericht beschreibt also eine Situation, die durch die Maßnahmen, die diese Bundesregierung oder Landesregierung vorgeschlagen und dieses Parlament oder die jeweiligen Landtage beschlossen haben, längst massiv verbessert hat. Gut, Frau Präsidentin, dass die Spezialisten des Rechnungshofes von Zeit zu Zeit dieses Thema anschauen, durch eine Prüfung auch die Ist-Situation beleuchten. Aber grundsätzlich, Frau Präsidentin, darf ich schon noch einmal festhalten, der Rechnungshof wird natürlich ständig auch von uns gelobt. Er ist ein Organ des Parlaments, ein Hilfsorgan des Parlaments. Das muss schon auch klargestellt werden. Ein wertvolles Hilfsorgan, weil wir immer wieder Informationen bekommen, weil er uns in der Kontrolltätigkeit der Regierung, aber auch der Umstände in diesem Lande immer wieder mit fachmännischem Rat zur Seite steht. Aber er ist nicht unfehlbar. Und ich darf Ihnen gerade sagen, Sie haben gerade eine Prüfung im Wirtschaftsbund Vorarlberg, nämlich in dieser Sache mit der Vorarlberger Wirtschaft durchgeführt. Und dort ist der Rechnungshofbericht vernichtend. Von 12 Punkten wurden 10 Punkte vom UBTS eingestellt. Ein Punkt ist eine offene Rechtsfrage und der zweite ist mit falschen Zahlen belegt. Also bei allem Lob für den Rechnungshof und bei allem Dank für die super Arbeit, unfehlbar ist auch der Rechnungshof nicht. Und ich darf auch noch im Auftrag meiner Kollegin Maria Smoditsch-Neumann, darf ich die Weltmeister der WorldSkills 2022, die Medaillengewinner hier bei uns im Parlament begrüßen. Sie sind die Zukunft unseres Landes. Machen Sie weiter so.
Auch Franz Hörl von der ÖVP spricht über das Thema Energiearmut. Expertinnen und Experten zufolge geben besonders armutsgefährdete Haushalte in Österreich überproportional viel für Energie aus. Hörl spricht in seiner Rede auch über die Rolle des Rechnungshofs und übt Kritik an dessen Prüftätigkeit. Er spricht in diesem Zusammenhang die Causa Wirtschaftsbund Vorarlberg an.